Der Pilot dieser Maschine ist Frank Frankie Hänschen und dies ist sein letztes Flying Display, also seine letzte fliegerische Darstellung, bevor er in den wohlverdienten Ruhestand geht. Neben ihm sitzt Frieda Rublak und beide Piloten werden diese Maschine jetzt so steuern, dass sie genau sehen, welche Leistung dieser Hubschrauber abrufen kann. Bevor er jetzt startet, wird er sich noch einmal ausrichten und jetzt geht es los. Der Pilot bei dieser Maschine sitzt auf der rechten Seite und der steuert das Luftfahrzeug. Auf der linken Seite sitzt der zweite Pilot, der ihn bei allen anderen Tätigkeiten unterstützt, zum Beispiel beim Funken. Wir können auch gleich dazu sagen, sollte Ihnen beim Fahrstuhlfahren oder beim Treppensteigen schon schwindelig werden, ist der Beruf eines Piloten bei der Bundeswehr definitiv nichts. So, und jetzt begrüße ich einen der Piloten dieser Maschine, der Frieda, der ist jetzt nicht mit drin, sondern die beiden anderen Piloten sind drin. Herzlich willkommen hier bei der Sprecherkabine. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt erzähl uns mal so ein bisschen, was passiert jetzt gerade in diesem Hubschrauber. Ja, wir sind ja jetzt schon mitten im Display drin. Das heißt, die Hälfte des Displays ist schon geflogen. Es geht jetzt gerade darum, die Maschine jetzt nochmal auf ca. 1000 Fuß zu bringen. Dann wird die Maschine nach vorne, was jetzt gerade passiert, einmal umgekippt. Und dann geht es jetzt runter und dann wird ein dynamischer Linkskreis geflogen, der jetzt beginnt. Sieht von außen immer ein wenig unspektakulärer aus, ist aber von drinnen ziemlich schwierig zu fliegen. Denn es geht jetzt darum, einen zweiten Kreis zu fliegen und hier genügend Geschwindigkeit zu haben, um gleich mit der Nase nach unten zu gehen und Geschwindigkeit weiter aufzunehmen, um in den sogenannten Pop-Up zu gehen. Die Maschine wird hier nach oben gezogen und dann, was jetzt gerade passiert, und dann wird die Maschine nach links wegkippen, einen leichten Nose-Down-Überschlag machen. Und das Ganze wird jetzt gleich nochmal vorgeführt. Stellt euch vorne ans Gitter. Eine wichtige Durchsage.
Frank und Sabine Juraschek. Frank und Sabine Juraschek, bitte dringend beim Infopunkt melden. Wie lange braucht man, bis man diese Manöver fliegen kann? Tja, das könnte man so pauschal gar nicht beantworten. Wir haben 3 bis 4 Piloten in der Staffel, die dieses Display fliegen können. Wir versuchen schon immer, Leute mit genügend Flugstunden darauf auch zu schulen. Also das heißt, für jemanden, der noch nicht so viel Flugerfahrung auf dem Muster hat, ist es doch relativ schwierig. Also man braucht, sage ich mal, eine gewisse Erfahrungszeit von mindestens 10 Jahren, sage ich mal, auf der Maschine, um die dann auch so kontrollieren zu können. Kann das theoretischerweise jeder Pilot machen? Es könnte, ja, darf aber nicht jeder. Also das ist ein Vorführprogramm, das eben nur in einer bestimmten Situation geflogen werden darf und dementsprechend, das dürfen auch nur diese 3 bis 4 Personen. Du fliegst da ja auch mit. Wie fühlt man sich, wenn man jetzt zum Beispiel diese Manöver macht? Man kippt den Hubschrauber nach vorne ab, man stürzt dem Erdboden entgegen. Also ganz ehrlich, es ist somit das Schönste, was es beim Fliegen gibt, wenn es einem denn liegt. Es gibt auch Leute, denen liegt das nicht so. Aber für die, denen es Spaß macht, ist das wirklich die Urfliegerei, den Hubschrauber bis an die Grenzen zu bringen und dementsprechend die Verfahren sauber zu fliegen. Ja, und ich glaube, die Kunst liegt genau darin, den Hubschrauber bis an seine Grenzen, aber definitiv nicht darüber hinaus zu bringen. Genau, das ist das, was es eben ausmacht. Ich sage mal so, der Hubschrauber könnte eventuell sogar noch ein bisschen mehr, aber da geht es auch dann schon wieder in die Richtung Kunstflug und Kunstflug ist ja bei der Bundeswehr leider verboten. Janis, komm mal her, ja. Lass dich mal kurz einfliegen. Ja, das war die fliegerische Darstellung des EC-135. Wir bitten nochmal um einen kräftigen Applaus, weil das war das letzte Flying Display von...